So Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Erst abonnieren, dann schauen und liken. Und Glocke nicht vergessen, somit verpasst ihr kein Video mehr. So, heute machen wir wieder mal eine Mission. Schauen wir mal welche. Ich habe mir da schon mal eine ins Auge gefasst. Und zwar genau diese hier. Oder vielleicht auch eine, die ein bisschen mehr Kohle bringt. Na, machen wir einfach mal die da, oder? Exakt, offen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Jetzt schauen wir erst mal schnell, ob was überhaupt für ein Schiff aktuell da habe. Mit der Kleiner brauche ich ja nicht fliegen, weil... Was ist denn jetzt los? Freelancer Max 2, die Freelancer, die werden immer mehr. Okay, den haben wir da. Da mal gleich mal her. Ja, nach der Pleite gestern, was heißt Pleite? Nach dem kurzen PTU-Erlebnis gestern mit der 3.8.1, das wohl nicht so rosig war. Aber mei. Ich soll also in der PTU, ist er dann ziemlich schnell wieder rausgenommen worden. Die 3.8.1 auf der PTU. Aber ich finde es gut, dass wir wirklich so viele 30.000er Fehler gehabt haben, weil ich sage immer, mit jedem 30.000er lernen die Entwickler was, beziehungsweise kriegen halt dann quasi Anforderungen, dass wir es machen, ne? Dass wir es fixen. Und jetzt haben sie glaube ich wieder ein bisschen Arbeit und jetzt schaut sie, wird es dann nicht lang dauern. Dann wird wieder die nächste PTU-Phase kommen und so und so und so, bis dann letztendlich irgendwann nochmal live geht. Aber wie gesagt, bevor es live geht, sollen sie es diesmal vielleicht ein bisschen länger lassen, dass dann quasi, also die PTU ein bisschen länger lassen, dass dann quasi in der Live-Phase auch sauber und flüssig läuft. Wie gesagt, das ist erst die 3.8.1, ja. Ich kann es echt schon nicht mehr erwarten auf die 3.9, also wenn die 3.9 heraus ist, dann gibt es, glaube ich, sehr viele Videos von mir. Wir werden uns Microtech dann richtig schön reinziehen, und zwar die Landezonen von Microtech. Wir werden uns schön, gemütlich und genüsslich reinziehen, Gebäude für Gebäude, Station für Station, und schauen mal, was da für Typen gibt, was da für Leute umeinander rennen, was es dann vielleicht für Missionen gibt und so weiter und so fort. Also das wird sehr interessant werden. So, jetzt heben wir mal ab und schauen wir mal. So. Schauen wir gerne mal schnell raus. Wo wir hin müssen. Pickup. 50.000 Kilometer, es ist gar nicht so viel. Das müssen wir mal schnell ab. Was da in der Nähe ist, Thema, ja, es war klar. Bringen wir da mal schnell hin. Das sind jetzt die typischen Pickup-Missionen. Bei der Mission gibt es eigentlich gar nicht so viel Kohle. Aber ich fliege es einfach immer wieder gern. Ich fliege immer wieder gern die Planeten an, weil es einfach immer wieder geil ist zum Sehen. Okay, richtig geil wird es dann natürlich, wenn man dann auf Microtech was abholen kann. Ja, dann wird es richtig knackig. Weil Microtech, das wird so geil werden, ne? Ich bin gespannt, wie gesagt, was wir letztendlich Ende des Jahres für eine Roadmap haben. Also ich vermute mal so 4. So eine Vorschau auf 4.2, 4.3. Also ich bin echt gespannt, wie gesagt. Bin mir also sehr sicher, dass wir... Trotzdem mal schnell 600. Dass wir auf jeden Fall wieder Updates kriegen. Und ich bin mir mittlerweile fast schon sicher, dass wir nächstes Jahr vielleicht noch gar nicht in die Beta gehen. Ich weiß nicht genau. Wie gesagt, das sind jetzt immer so Vermutungen von mir. Das muss nicht heißen, dass das eintrifft, aber ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ja. Manche vermuten ja schon, dass man nächstes Jahr in die Beta geht. Kann natürlich passieren. Gottes Willen. Aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. So. Wo haben wir denn? Wo wollen wir denn hin? 200. Ja, schon mal aufgasen. Und da schnell hinkommen. 289 Kilometer. Ist da irgendwas in der Nähe, wo man anspringen kann? Nur 200 Kilometer. 600, das ist ja kaum voll. A-Korb. Ah, A-Korb kann man auf... Ja, da springen wir... Ich glaube, wir müssen sowieso auf A-Korb, wenn man nicht da ist, oder? Also, springen wir halt einfach mal hin, sparen wir uns den langen Flug. Ja, demnächst will ich unbedingt mal die ganzen Drogenlabore ausfindig machen. Ich will da unbedingt mal hinfliegen. Ich werde allein hinfliegen. Bewaffnet hinfliegen, weil auf die Drogenlabore ist es immer so, dass man da ab und zu mal eine gescheite Art Mützen kriegt. Weil da trifft sich halt alles, was Rang und Namen hat in Sachen Verbrecherei und so. Da fliegen wir auf jeden Fall miteinander hin. Schön irgendwann versteckt einmal. Schauen, dass wir da ein bisschen mal Anschleicher erkennen dürfen und ein bisschen schauen, was da so gibt. Wie die Drogenlabore so ausschauen. Aber wie gesagt, da muss ich mir jetzt erst einmal noch kundig machen, wo genau das ich da hin muss. Ne? Aber ich will auf jeden Fall mal hin. Kaufen werde ich wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, nichts wahrscheinlich, also ich werde da keinen Schmuggel oder was betreiben. Aber wir schauen uns einfach mal die Drogenlabore schön von außen und innen an. Und dann interessiert es mich wirklich, was für Leute, dass wir treffen auf die Drogenlabore, ne?
sind auch Zonen, in denen wo Waffen erlaubt sind, ne? Da kannst du also durchaus sehen, dass da nochmal knallt. Habe ich aber jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Aber werden wir sehen. Ich würde auf jeden Fall hin. Ich glaube, es sind so... also Pflichtveranstaltungen als Daseins-Gamer. Dass man mindestens einmal ein Drogenlabor oder mehrere sehen. Ich mehr gerne alle Ohren fliegen. Ich bin mir auch sicher, es gibt da so viele Sachen, die wo eigentlich die viele Leute noch gar nicht wissen. Die wo dann nach und nach erst rauskommen. Ne? Was irgendwelche Gamer halt dann quasi durch Zufall finden. Also bin ich mir ziemlich sicher. So. Ballern wir wieder schön an. Mein Pickup drin, ich lande das einfach mal jetzt. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob ich da wirklich ein Landeerlaubnis brauche auf den Außenposten oder nicht. Das ist immer irgendwie möglich, aber irgendwie auch nicht. Ja, wenn das ist auf jeden Fall keiner irgendwie. Scheißegal, holen wir uns einmal die Landeerlaubnis ein, aber ich habe echt keinen Bock auf ein Crimestead, weil mir geht das so auf den Senkel mit den Crimesteads, dass man dann ewig beballert wird auf jeder Raumstation. Ja, das geht mir halt echt auf den Nerv. Bringst du den immer wieder ewig nicht weg, denn ich habe mir das Ding in Crimestead übrigens durch Zufall zweimal weggebracht. Und zwar wie die Raumstationen auf mich geballert haben, bin ich einfach aus meinem Schiff ausgestiegen und bin genau in den Laserstrahl eingeschwebt. Also mit dem Anzug quasi. Da kann man ja mit den Düsen kann man ja raus und rumschweben, so eine Art ja, Jetpack da jetzt mal sagen. Das wisst ihr ja selber. Und da bin ich einfach eingeschwebt in den Laser und dann hast du mich natürlich getroffen, dann war ich tot und bin dann wieder wach geworden, bin auf PO oder so. War er weg, ne, der Crimestead. Das war schon geil. Das ist mir jetzt zweimal schon... habe ich zweimal schon gemacht und hat funktioniert. Weil da spart man sich dann echt die Kacke mit Grimhacks, wo man dann den blöden Stick erst einmal holen muss. Und dann in den komischen Security Outpost oder wo holen muss. Das geht mir echt am Senkel, ne. Da hab ich keinen Bock, das ist eine ewig lange Geschichte immer. Ich werde euch aber diesbezüglich einmal ein Video machen, wie ihr den Crimestead wegbringt, indem es dann quasi eben auf dem Outpost und mit dem Chip euren Kriminalitätsstatus hackt. Das mache ich auf jeden Fall mal ein Video. Aber wie gesagt, momentan habe ich echt keinen, was ist denn jetzt los? Jetzt kein Bock nicht, dass ich das mache, weil wie gesagt, Crimestead ist immer so eine Sache. Wir werden uns dann auf jeden Fall einmal verknacken lassen, weil eben der 3.9 kommt ja dann als Prison. Also beziehungsweise der Knast. Ach, da haben wir schon. Und da werden wir uns dann mal schauen, weil kann man sich ja einsperren lassen dann quasi und kann man dann mal versehen. Was man dann wohl machen muss, dass man wieder rauskommt aus dem Knast. Ja, die Zeit, wie lange, dass man wohl im Knast drin sein wird. Oder ich weiß nicht. Was ist denn jetzt los? Was ist denn du von mir? Du bist jetzt... Ist jetzt ein Ohr. Ach so, sorry. Pick up. Ja, also was man dann, wie das dann abläuft, wie der Knast ausschaut. Also gibt es wirklich in der 3.9 gibt es echt wieder sau viel zum Entdecken. Ich glaube, da muss ich mir wieder Urlaub nehmen, wenn das rauskommt. Weil ich dann vor lauter Videos schneiden und Videos machen. Kurz Zeit nicht habe ich Arbeit. Ja, im Sommer habe ich auch das große losgezogen, dass ich da mal knapp 9 oder 10 Wochen Urlaub haben kann. So Juli, August um den Dreh und dann noch ein bisschen im September. Und da wird es dann auch, wenn das Wetter nicht zu heiß ist, dementsprechend Videos geben von mir. Weil ich finde, mir taugt die Spiel so dermaßen. Das Entdecken immer wieder von den ganzen, immer wieder was Neues, also das ist schon wirklich geil, weil irgendwelche anderen Games zum Beispiel, wo ich früher halt viel COD zock, die spürst halt dann durch, ja, und dann kannst du ein bisschen Multiplayer zocken, aber das wird irgendwie auf Dauer langweilig, also meiner Meinung nach, sind schon gute Games, ne, also nein, COD, ist wirklich cool und grafisch ein wahnsinniger Hammer, ne, wie gesagt, bei mir kann es erst schon mal gar nicht zocken, weil ich den blöden Death-Error immer drauf habe, ne, obwohl Call of Duty eigentlich es ist eigentlich hauptsächlich ein Multiplayer-Game, da jetzt mal so. Und ich kann es nicht zocken, weil es steigt immer sofort aus. Ja, manche vermuten, weil ich 3 Monitore dran hängen habe. Ich habe aber die ja schon mal abgesteckt und dann war das gleiche. Halt der gleiche Cast dann, ne? Das ist dann schon nervig. So hast du im Endeffekt 60 Euro für das Spiel, ne? Und dann geht's halt nicht. Das ist halt schon nervig dann gewesen irgendwie. So. Dann bringen wir wieder auf PO zurück oder was? Oh. Das müde verzeihen. Ich bin nüchtern, Leute. Ruhig bleiben. Freelancer ist allein, also immer so bockig echt. Was ist denn da jetzt los, Sifix? Troppo, ach, wir machen das direkt auf dem Planeten. Ja, okay. Sonst sollte es gleich. Sonst sollte es gleich. Sonst filmen wir trotzdem erst schon mal kurz ein bisschen Laufe aus der Atmosphäre raus, damit vielleicht können wir da irgendeinen Punkt anjumpen.
Ist jetzt noch laut. Laserkanonen. Zack, zack. Ja, wie gesagt, der Prison, das Gefängnis quasi, das wird dann echt geil. Bei der 3.9, da freue ich mich schon verdammt gut drauf und vor allen Dingen, wie das dann so funktionieren wird, ja. Ob es da Gefängniswärter gibt, ob er dann in der Zelle reingeschmissen wird, ob er dann also Gefängnisuniform kriegt und so weiter und so fort. Also da bin ich echt gespannt, ne. Ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige, der sich da schon Gedanken macht und freut drauf. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie einen Crime State provozieren müssen, dass wir dann einmal wirklich verknackt werden. Also wir dürfen also echt gespannt sein, was das Game nur so für uns zu bieten hat. Drop off, ne? Kann ich jetzt so anspulen direkt im Planeten rein? Ich glaube weniger. Ah, stopp. Ah, funktioniert super. Ja, ja, das Gefängnis auf... Ich weiß gar nicht, wo das dann kommt. Fragt's mir nicht. Ich hab's mal gewusst, weil ich so viel im Kopf habe mit dem ganzen Videozeug, wo es da aussieht, das ist echt... Ich wollte auch nicht was, wo dann das... Glacier Estate oder was heißt. Keine Ahnung. Macht auch nichts. Die 3.9 ist ja nicht mehr allzu weit. Dann schauen wir uns das alles an. Und da glaube ich, gibt es sehr viel zum sehen. Also schon mal die Außenzonen, wie gesagt. Nicht die Außenzonen, das Interieur von Microtech. Da wird es ja dann richtig tummeln, die ganzen Spiele. Dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht gibt es auch, das wird mit Sicherheit auch neue Missions geben. Ja. Soll ja bei der 3.9 eine neue Missionsgeber dann auch geben. Na schauen wir mal, was der so vielleicht ein bisschen abwechslungsreichere Missionen wie die Delivery Drop-Offs, obwohl ich es ja immer noch gern pflück. Ich gebe jetzt einmal kurz hier das Backel ab, bringt nicht viel. Wie gesagt, ich habe jetzt um die 70.000 USC drin, oder? Ja, 70.400 USC und beim nächsten Mal Vibe sind die wahrscheinlich sowieso weg und ich glaube schon, dass bei der 3.9er Vibe kommt. Das ist das, was mich ein bisschen nervt, weil eigentlich braucht man noch gar nicht so geil drauf sei, damit man sau viel Kohle macht, weil es ist sowieso dann immer wieder weg. Das ist das, wo man ein bisschen nervig ist, aber das, wie gesagt, es soll ja in Zukunft auch besser werden mit den Vibes, dass dann vielleicht irgendwann gar nichts mehr weg ist. Und ja, wie gesagt, sind erst in der Alpha-Phase und kann man nichts längerfristiges erwarten. So, jetzt filmen wir mal oben, landen wir nochmal da unten. Gucken wir mal, wo da was ist. Und sehe ich schon was. Kriegen wir jetzt hin. Sehe nix. Da ist mein. Haben wir ja mal so ein richtig kleines Stationchen. Bunker oder was ist das? Scheißegal. So, bringen wir es mal runter, die Free. Was ist denn da los? Wo fliegst du hin? Fliegen die hin? Das ist auch kultig. Die Grafik jetzt mit dem Sonnenaufgang. Sommeraufgang wollte ich schon sagen. Wahnsinn, was reden ihm ab und zu für einen Müllsong. So, Mädel, jetzt setzt ihr mal da schon ab. Dann liefern wir mal das Packel ab. Die DHL-Paket. Die DHL-Express. So. Engines off. Was ist jetzt da wieder? Geht's jetzt oder geht's nicht? Stehen wir mal auf. Wie gesagt, mein Elgato Stream Deck habe ich jetzt schon mal so weit programmiert. Dauert da schon ein bisschen damit. Es ist aber noch nicht hundertprozentig fertig. Ich möchte noch gerne animierte Icons haben für Star Citizen. Gerade für die Infanterie-Sachen und so und die Gesten dann quasi. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis ich die dann finde. Ich habe mir jetzt auch noch nicht so die Zeit dafür gehabt, dass ich mich so vollgas 100% damit befasse. Aber wie gesagt, es kommt schon. Hier gibt es auf jeden Fall ein Video. Ja. Wenn es fertig ist mit dem Stream Deck, alles sauber eingerichtet ist, gibt es natürlich ganz, ganz logische Video. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist selbstverständlich. Dass ich dann das Ganze mit meiner Community teile. Sollte irgendwie auch in Erwägung ziehen, dass es so ein Stream Deck kauft. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Jetzt nicht bloß in Bezug auf Star Citizen. Sondern, ah Wahnsinn, bin ich wieder verkehrt gerannt, oder? 5 Meter, achso, ja doch, da eine, ganz klar. Klarer Fall. So, rein mit dem Paket. Und zack, dann haben wir das auch abgeschlossen. So, Kohle her, Freunde. Haben wir das Geld schon gekriegt? Ja, Kohle ist da, passt, Mission erfüllt. Sehr schön.
Also auf der Station war ich auch noch nicht. Ich bin so auf dem Planeten jetzt echt schon voll umeinander gekommen, aber auf der Station war ich noch nicht. Boing. Komischerweise, ich habe ein Gewehr mir gekauft. Eine Waffe, und zwar gar keine so schlechte. Und die ist nicht mehr da. Ich finde die nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Also mein Mining-Tool habe ich ausgerüstet. Ich kann da nichts mehr ausrüsten. Energy-Pistole, das ist schon klar. Ach, jetzt, warte mal, vielleicht muss ich das Mining-Tool... Combat Knife. Primärwaffe war es auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, die Knarre ist nicht mehr da. Naja. Ist wahrscheinlich auch irgendein Bug. Aber egal. Egal, Freunde. Na, was ist denn jetzt los? Habe ich so blöd gepackt? Okay, füllen wir zurück. Auf PO. Mehrere Türen. Immer bei der Freelancer. Auch in dem 3.8er Video, was ich vor kurzem aufgeladen habe, da wo quasi die Crash waren, da waren wir in so einem richtig geilen Schiff drin. Die Terra... Nein, die Retaliator, oder wie die kosten. Die weiß gar nicht mehr genau. Aber die hat innen echt was hergemacht. Die hat innen echt ausgeschaut, ne? Ich habe mich voll an so Alien-mäßig erinnert, ne? Die alten Alien-Filme. Kennt's garantiert. Und die haben mir das Schiff so dermaßen erinnert. Die hat wirklich alles geschaut. Also ich glaube, da war die... Ich werde echt nicht wissen, was ich in den nächsten Jahren an Kohle brauche, für das da zu essen. Das wird schlimm, schlimm wird das werden. Zack. Freelancer bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden. War es für mich eigentlich die optimale Lösung, also für den Anfang. Ich werde die wahrscheinlich auch nicht einschmelzen und auch nicht upgraden. Ich will das in die behalten. Momentan haben wir aktuell die kleine Freelancer für den Workaround. Wegen der Fehler. Also ich weiß nicht, ob ihr es dann noch habt, wenn ich das Video hochlade. Ich lade die Videos ja nicht immer gleich auf dem Server von YouTube drauf, wenn ich die Videos abdrehe. Aber eine Zeit lang sollte man es auf jeden Fall behalten, weil manche Leute meinen, man hat die vielleicht für immer. Und vielleicht überlegen sie sich ja irgendwann nochmal. Ich sage mal, bin jetzt so blöd, dass ich ein paar PO drauf oder was. Vielleicht überlegen sie sich ja auch mal, dann was für immer gilt, glaube ich aber jetzt nicht. Na komm. Ja, also die kleine Freelancer dürfte jeder in seinen Hangar stehen haben. Wie gesagt, ob es jetzt gerade, wo du das Video anschaut, noch in einem Hangar ist, weiß ich nicht, weil wie gesagt, ich lade die Videos nicht immer gleich hoch. Manchmal lade ich es auch verzögert hoch auf dem Server. Aber wie gesagt, egal. Hab so eine kleine Gabe mal für kurze Zeit. Vielleicht auch für Leute, die wo jetzt bloß eine Aurora oder was haben, dass sie mal eine Zeit lang so ein Schiff testen können oder testen konnten. Schon immer wieder schöne Gesten, also gibt es dann schon immer wieder was, wenn irgendwas nicht gescheit funktioniert, jawohl. Und was macht er wieder, der Toni? Ja, sauber, schnell fliegen und dann über die Station drüber schießen. Jawohl, und dann haut es wieder nicht gescheit hin mit Bremsen, ich liebe es. 250. Ah, oh, und den Global Chatter müssen es echt was machen, weil das ist auch so eine Sache. Das nervt halt so richtig. So. Freunde, jetzt gibt es einmal noch ein Landeerlaubnis. Portfolio ist ein Landing Service. Normalerweise sollte auch so das Gesicht kommen quasi von dem Typen, der wurde die Landeerlaubnis erteilt. Hab ich schon mal gesehen, aber bei mir war das irgendwie noch nie der Fall. Ich hab das noch nie gehabt. Wäre aber schon wünschenswert, dass es dann wahrscheinlich ist es noch so buggy, dass es halt einfach noch nicht hier hat. Oh Mann, hoffentlich... Das ist irgendwo ein Knall. So, komm, rein damit. Ja, ja, ich weiß schon. Also ruhig bleiben, bin gleich weg. All the way, all the way.
da ich ein fauler Sack bin, bin ich jetzt einfach mal in die Autolanding gegangen und lasse mein Schiffchen hier automatisch ablanden. Finde ich ab und zu recht cool. Finde ja geil, dass es gibt und vor allem stehen wir dann sauber. Ich bin so ein bisschen der Sauberkeitsfanatiker. Ich stehe immer sehr gerade gerne auf die Pads. Obwohl ich auch schon oft einmal gemerkt habe, wahrscheinlich ist es genau wieder so, dass man wieder so eng herpackt. Bitte nicht, oh scheiße, jetzt am Schluss noch so einen Fehler gehabt. Egal, habt eh nichts mehr versammelt, jetzt hat es wieder braucht, das war jetzt wieder der grünende Abschluss von Star Citizen in der Live. Okay Leute, nichtsdestotrotz, schön, dass ihr zugeschaut habt, wie gesagt, in Zukunft gibt es einiges, wir warten auf die 3.9, ich kann es jetzt schon gar nicht mehr erwarten, lang wird es vielleicht nicht mehr dauern, Februar, März oder so, auf jeden Fall im ersten Quartal, ich hoffe, dass nichts verschwimmt oder so. Aber egal. Und wenn es diesbezüglich irgendwie PTU-mäßig oder sowas nice gibt, dann gibt es natürlich gleich ein Video von mir. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Brauchen wir nicht diskutieren, ist selbstverständlich. Okay Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß bei Star Citizen. Eine absturzfreie Zeit. Gerade in Bezug auf die 30K-Fehler und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir haben ja schon eine Alpha. Ruhig bleiben, alles wird gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.